Komm, müssen wir den Leuten schenken. Hör mal zu, du bist hier bei Ben auf... Jetzt bin ich derjenige, der effektiv spielen will? Ach komm. Du bist hier bei Ben auf dem Hof, du darfst keinen Spaß haben. Hallo Leute, wir haben 3 Diamanten. Das reicht ja wohl zum Schenken, oder? 6G hat mich das jetzt gekostet. Leute, wir haben 3 Diamanten. Ja, ich hab's schon mitbekommen. Und? Fucking Diamanten. Naja, ja, was, und die, dafür gibt's Quests. Und wenn alle wenn alle 3 von uns diese Quest haben, dann kriegen wir mehr durch die Quest, wie wenn du sie vorher verkauft hast. Ja, deswegen sind ja 3 da. Da hat jeder einen. Ja, und dann haben wir am nächsten Tag eventuell die gleiche Quest, wenn wir Pech haben. Und dann? Und dann? Und dann? Ist klar. Und dann kommt der Weihnachtsmann und dann ist Nikolaus. Was machst du denn? Ja. Im Leben nicht. Dann hast du gelost. So. Wenn das passiert, dann Lusi Schmusi. Eine Flasche Störtebäcker von Roggenweiß. So, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich gehe jetzt in die Mine. Ich habe nur Farmarbeit gemacht. Hier ist übrigens noch eine Melone drin und ein Bild. Ja, da ist meine Melonensamen drin. Ein Bild habe ich auch gerade reingeworfen, weil ich nicht weiß, wohin damit. Was? Wo hast du ein Bild reingeworfen? Ja, ganz rechts. Okay, ich häng's mir auf. Du kannst ja sogar diese Dinger da hinten kannst du umtüdeln, also umhängen an dir in deiner Hütte. Diese Dinger da hinten kannst du umtüdeln. Dinger, ich tüdel die Dinger gleich. Warum kann ich mich hier? Wer hat den Trommelblock? Warum habe ich hier 2 Bilder? Du kriegst nur ein Bild, ey. Soll ich jetzt auf den Bildern? Die brauchen unbedingt einen Schuppen. Den Scheiß aufhängen können. Oh, wie sich der Ben freut. Ein bisschen, ganz kleines bisschen. Das war schön, das war erfrischend. Das hat Spaß gemacht, da freut sich der Ben. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Gedöns. Mops. Dass da wieder die Lumia übrig wird natürlich. Mops. Ich mag Mops. Ich hab jetzt auch noch einen Leuchtring. Wer denn? Benny, willst du einen Leuchtring haben? Nein, ich will immer noch keinen Ring haben. Warum willst du denn keinen Ring? Ich hab mich nach oben gesetzt und irgendwie mein Top ist verschoben. Ja, du hast dich nach oben gesetzt, das Top ist runtergezogen und die Face kann nach unten korrigiert, richtig? Ja, ich zeige gerade meine Brüste, wenn du darauf hinaus willst. Genau. Ja. So, das war's damit, dass du Zuschauer hast. Jetzt verschwinden sie alle. Komm, jetzt kommst du hier rüber. Das kann durchaus sein. Das halte ich für realistisch. Leute, ich zeig Brüste. Kommt hier rüber. Ding. Das ist aber nur eine Falle. Sie zeigt keine Brüste. Das ist nur ihr Topf verrutscht. Nach unten. Und meine Facecam auch. Das ist nur die Gummipuppe hinter ihr. Geil. Gummipuppe. Also meine Brüste sind ein bisschen hübscher wie die von der Gummipuppe. Es gibt auch echt hübsche Gummipuppen, ja? Ich dachte, du sagst jetzt als Benny seine. Als Benny seine sowieso. Welche Brüste? Ich hab keine Brüste. Bin so auch kleine Brüste sind Brüste. Möchtest du hier Menschen diskriminieren, Ben? Ich bin so ziemlich der flacheste Mensch, den man sich vorstellen kann. Flachwitz, oder? Nein. Jeder hat Titten. Titten. Nee. Titten. Erst wenn es eine Wölbung ist, ist es eine Titte. Boah, das ist schon hart. Apfeltitte, Brett. Hey, wieso? Es gibt auch Frauen, die haben keine Wölbung. Ja. Aber echt nicht viele. Also so gar keine Wölbung haben halt echt nicht viele. Da kenne ich ein paar tatsächlich. 400 Vortitten. Das ist traurig und das tut mir leid, aber trotzdem ist es für mich halt so. Ich kenne sogar Männer, die finden das genauso hübsch. Geil. Ja, das sind die gleichen, die kleine Kinder vergewaltigen wahrscheinlich. Bitte was? Ja, Daddy zum Beispiel. Das Vorurteile, ey. Oh, guck mal, ich hab wieder Abigail gefunden. Hier, Abigail. Abigail gefunden. Abigail geht in die Sauna oder sowas. Oder zumindest hoch zum Bahnbereich. Kannst du mal mit ihr saunieren? Ja, ich gehe auf jeden Fall in die Sauna, aber sie ist doch nicht mitgekommen. Sie ist wohl abgebogen. Hat sie wahrscheinlich gesehen, oh, jetzt geht der in die... Nee, dann gehe ich ja lieber nicht hin. Sie ist bestimmt abgefuscht. Dann suche ich mir lieber irgendwo eine Ecke, in der ich leise weinen kann. Mit dem Cockring... Warum kommst du jetzt auf den Cockring zurück? Frag mich nicht. Aber es ist interessant, ich habe in der Sauna... einen Cockring gefunden. Nein. 17 Sonnenblumen dabei und noch irgendwie 20 Hopfen. Es gibt eine Quest, wenn ihr einen Tobas bei... Tobas. Ein Tobas? Ist das der große Bruder von Tobi? Von Tobi? Wenn ihr ein Topaz bei Elliot abgeht. Außentoppitz, Edelgeschmack. Ich hab eine andere Quest. Ich soll einen Thunfisch abgeben bei George. Ich glaube, wir haben keinen Thunfisch. Das ist ja komisch, warum isst man Delfin eigentlich nicht?
Keine Ahnung, weil sie so niedlich aussehen. Warum isst man keine Katzen in Deutschland? Ja, aber es ging mir eher so wild, weil in anderen Ländern isst man ja Katzen und Hunde. In anderen Thunfisch Ländern ist man, also in Frankreich so richtig. Hunde und in China isst man Katzen, aber in anderen Ländern, mir wäre es nicht bekannt, wo noch Katzen oder Hunde gegessen werden. Also in Frankreich werden, glaube ich, keine Hunde gegessen. Ich würde behaupten, in Asien wird allgemein Katzen und Hunde gegessen. Ja, ich glaube auch. Das hat nichts mit China zu tun. Mir ist ja egal. Ist ja egal. Doch, Elliot gibt's. Ja, das ist mir schon klar, aber wer ist der? Der wohnt unten am Strand. Das ist die, wo der Ben immer sagt, es sei eine Transfrau. Ach so, die mit den langen Haaren. Ja, der mit den langen Haaren. Die. Nee, ist schon die mit den langen Haaren. Ist schon richtig. Übrigens wurde mir zugetragen, dass man wohl mit einer weit genug aufgerüsteten Gießkanne mehrere Felder auf einmal gießen kann. Ja und? Brauchen wir nicht. Ja, wenn du wirst hoffentlich dann bald Sprinkler und wissen gar nichts. Du wirst wahrscheinlich nie zu 100% alles mit Sprinklern machen können. Natürlich. Hast du nicht gesehen, wie unsere Felder aufgebaut sind? Das hat schon einen Sinn. Ich hab mir dabei was gedacht. Scheiße, da war noch ein violetter Pilz. Hätten wir fürs Bündel. Du hast dir dabei was gedacht und kannst mir auch erklären, warum die ganze Zeit diese verkackten Wege dazwischen sind? Die einfach nur Platz verschwenden. Du kannst einfach so durchlaufen. Damit es schön aussieht. Warum hast du den violetten Pilz nicht eingesammelt? Weil ich nur noch irgendwie. Was kannst du eigentlich, Lumi? Und wenn ich einmal getroffen werde, sterbe ich. Stupst schon wieder, sehr gut. Ich, deswegen bin ich gegangen. Umfall in einer Minute. Ich hab keinen Platz. Du hast noch nicht mal Platz, um was zu essen hier einzusammeln. Dann gib mir ja, jetzt lass mir doch mal meine Ruhe. Nein. Mir irgendwas. Du musst fähig spielen. Ich hab genug Leben, hier ist ja nichts. So, lass uns runtergehen. Hier sind wieder Gegner. Genug Leben? Jetzt auf immer? Ja, weil ich. Ja. Ich habe genug Leben, um noch ein, zwei Mal getroffen zu werden, aber nicht genug Leben, um so eine Fledermauspest auszuhalten. Also ich habe wirklich den ganzen Tag gebraucht, um hier den Scheiß zu gießen, tatsächlich. Ich habe also irgendwo Gold jetzt hingeschmissen. Ich eine Ebene und dann komme ich. Dann gehe ich nochmal schnell in die Sauna und dann komme ich hier. Aber mir war klar, warum das Felix dabei lacht. Ich habe jetzt auch keine Energie mehr. Habe ich komplett erwartet. Oh, hier liegt ja noch Gold drin. Felix, jetzt musst du hacken. Ich kann jetzt nur noch dir mit meiner Anwesenheit dienen. Ja, du kannst mir einfach Gold geben, dann gebe ich dir Energie. Das macht jetzt keinen Sinn mehr. Wir haben 22 Uhr, so lange bleiben wir hier eh nicht mehr. Doch. Oh nein, ich verschwinde. Tschüss. Danke für deine moralische Nicht-Unterstützung. Du, ich sterbe hier unten. Ja, ich hätte ja was gegeben. Aber das lohnt sich nicht mehr, wir haben schon 10. Gib's ihr! Wir haben doch schon 10, das lohnt sich überhaupt nicht mehr. Oh Scheiße, da kommt eine Fledermaus. Geh weg, du scheiß Fledermaus. Nein. Das ist nicht verflüchten. Sternenfall gefunden und gegessen. Gegessen? Ja, du bist ja gut, dass du direkt gegessen hast. Blei, hast eine Sternenfallfrucht gefunden. Dein Verstand ist voller Gedanken an Youngtimer. Deine maximale Energie wurde erhöht. An Youngtimer? Ja, das ist auch falsch. Du bist bei Level 100, ne? Ja. So, ich bin in Stimmung. Soll ich den Knaller zünden? Zünd den Knaller. Wahnsinn. Hast du eine Sequenz? Nee, ich habe gerade einen Sketch nachgesprochen. Hat so eine Sequenz? Nö. Das mit der Bombenstimmung erinnert mich an meinen Geschichtslehrer, der mal darüber gesprochen hat, warum es denn keinen Wodka Stalin gibt mit dem Werbeslogan, der bombt dich weg. Ja, ich weiß. Minenarbeitsstufe 5, wähle einen Beruf. Minenarbeiter, ein Erzprovene oder Edelsteine in Paaren. Was, wir machen jetzt bloß noch einen Tag oder was? Ja. Letzter Tag für heute. Ich guck trotzdem nochmal, Wahrsager. Geil, sind heute gut drauf. Ich denke, du hast ein wenig extra Glück haben. Jetzt regnet es heute schon wieder, Alter. Benni, du hast ja gar nichts gesagt, weil der Trommelblock vor deiner Tür war. Doch, habe ich gesagt. Ich habe ja gesagt, da hat sich jemand witzig gefühlt. Ach so. Ja, das stimmt. Haben wir die Blaubeeren schon abgegeben? Ich glaube nicht. Ja, macht ruhig, ich kümmere mich um die Farm. Hat mich jemand auf Steam angeschrieben. Ob du heute wieder Dota spielst? Ah, ich habe vergessen, mich wieder invisible zu stellen. Nee, ich habe mal mit einem Dota gespielt, den habe ich aber nicht über den Stream gekannt und keine Ahnung. Und dann haben wir uns irgendwie so ein bisschen unterhalten und dann habe ich mal halt erzählt, dass ich Germanistik und Philosophie geschrieben habe, studiere. Und dann hat er mir wiederum irgendwann ein Gedicht geschrieben und hat gemeint, ich soll ihm sagen, wie ich das finde. Und das finde ich immer sehr schwierig. Ich habe eine Sternfrucht. Weil ich da halt auch keine qualitative Meinung zu abgeben kann. Bin da überhaupt nicht befugt zu. Also,
Mal davon abgesehen, dass 90% der Trivialgedichte, die ich so bekomme, halt nichts mit dem zu tun haben, was germanistisch momentan irgendwie relevant ist. Ja, und das verkennen die Leute immer so ein bisschen. Eine Sternenfallfrucht, ich habe auch mehr Energie. Wenn die solltest du dir holen, die ist auch für dich relevant. Und dann kannst du da unten auch im Lavafluss angeln. Da hast du vielleicht Bock drauf. Lavafluss angeln. Da gibt's Fische, die kennst du noch nicht. Warum? Dann baust du halt mal einen Tag lang nichts an. Nein, da haben wir kein Geldeinkommen mehr. Ich brauche mehr Geld. Hm. Ja, deswegen müssen wir endlich mal ein paar Edelsteine verkaufen. Wir nehmen die alles. Ich habe gerade 2 Rubine gefunden. Davon kriegen wir mehr Geld als von deinem Anbau. Wir kriegen auch mehr Geld, wenn wir die ganzen Diamanten haben. Ich kenne keine Quest, wo man Diamanten braucht. Hatte ich schon. Ja, aber nicht im ersten Jahr. So, 75 Tomaten, auf geht's. Aber nicht im ersten Jahr, Lumi. Naja. Nicht im ersten Jahr und nicht gleich im ersten, in der ersten Saison. 75 Tomaten, Attacke! Wieso denn 75 Tomaten? Guck mal, unser Geld. Oh, ja. Und warum rennt der Felix mit einer Sonnenblume durch die Mine? Weil er cool ist. Ihr seid doch alle verrückt, echt. Weil ich's kann. Nee, ich habe zu viel Zeug, was ich aufheben möchte. Was möchte ich denn doch einfach. Gib doch zum Beispiel das Gold einfach mir, das habe ich doch auch. So. Ich habe Kohle abgeschmissen. Und jetzt esse ich Weißalgen. Statt mir Gold zu geben, was ich eh habe, nein. Gibst mir Kohle, was ich auch nicht habe. Hast du keine Kohle? Ich hab noch Kohle. Freie Slotplätze. Hier, nimm. Nee, jetzt habe ich genug gegessen. Alles gut. Alter. Ich habe doch Sachen dabei, die ich gefunden habe auf dem Weg. Kohle. Hier nicht so ein Stress. Kohle. Und Kohle. Bin schon unten. Ich habe übrigens alles angebaut. Ich komme. Halt, was zum Sammeln. Sammeln. Da ist bei mir nichts. Ganz unten links? Abigail spielt Flöte? Da war ich gerade. Vielleicht gibt es noch ein anderes unten links. Gut zu wissen, dass Abigail Flöte spielt. Stimmt, Abigail spielt Flöte. Ja. Sehe ich nämlich gerade, wenn ich hier angel, ist sie auf der anderen Seite vom See und spielt Flöte. Mal ansprechen, ob sie mir ein Lied vorspielen kann. Unten links, gerade nach unten und dann nach links. Es geht noch weiter runter. Nö, kann sie nicht. Bis vorher nach links. Wir nähern uns langsam an. Die Solaressenz konnte ich noch mitnehmen, da habe ich nämlich schon welche von. Ha, 70 war ich noch nicht. Ah, Meisterschleuder, ja gut. Whatever. Die brauchst du auch nicht, aber das Schwert, was glaube ich auf 80 ist, das ist recht cool. Oh, ich glaube, ich muss mal hier noch eine Alge essen. Ja. Nee, das ist die Feuerwandlerstiefel sind auf 80. Algen. Jetzt wird's creepy. Algen. Mal, ich leg mal hier eine Bombe hin, geh mal weg. Warum? Geh mal weg. Warum legst du da eine Bombe hin? Weil es kann. Ja, yeah, mit dem Schwert. Ach, auf 90 ist das Schwert, das Obsidian, die Obsidian-Schneide. Ja, geil. Nom 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 nom, mehr Energie. Wieder LSD hier, immer nimm die Drogen. Ich hab nichts mehr, was ich essen kann. Hast du noch was? Ja, ne, Pfanne. Dein Verstand ist voller Gedanken an Pandas. Oh ne, hier liegt zu viel rum. Oh danke, jetzt hab ich die. Jetzt kann ich die Höhlenkarotte essen. So. Bushaltestelle. Ha! Überholt. Schnell heim, es gewittert und es regnet. Ah. Wie eklig. Richtig. So, jetzt müssen wir mal schauen. Guck mal, jetzt habe ich 67 Gold. So langsam dürften wir alle Sprinkler zusammenkriegen. Guck mal. Aber keine Kohle mehr. Scheiße, da kommt ein Viech. Ja, mach's weg. Ich. Hast du das Überschwert und sagt, Scheiße, da kommt ein Viech, ey. Die Dinger werden stärker, habe ich das Gefühl.
muss sie immer noch dreimal hauen, auch obwohl ich jetzt das bessere Schwert habe. Jetzt haben wir das angegriffen. Ja, und ich schäme mich halt nicht drum. Wo ist denn jetzt mein Schwert hin? Kaputt. Habe ich weggemacht. Hä? Ja. Nee, hä? Ich hab's nicht weggeräumt. Ja. Wo ist mein Schwert? Dingenson. Nein, daneben, links. Oh, da. Schön. Scheiße, können wir mein Schwert jetzt noch verkaufen? Mein altes und meine andere komische Ausrüstung, die ich nicht brauche. Kannst du mal dir zumindest mal das neue kaufen? Wir müssen. Einer von uns sollte mal geschlossen mit einer Ladung Schwerter und Kram zum Abenteuerclub gehen. Bin ich letztens schon. Aber ich wollte ja nie alles verkaufen, weil wenn mal jemand stirbt. Dann behältst du deine Sachen trotzdem. Nein. Die wichtigen Sachen schon, oder? Nein, ich habe letztens mein bestes Schwert verloren. Echt? Beim Sterben? Ja, in der Höhle. In der Höhle? Oh, nee, im Einzelspieler. Aber ich wollte blöd darauf hinaus, dass man sein Zeug verliert. Ich habe noch nichts verloren. Übrigens wird es wieder spät und so. Danke. Hofarbeitsstufe 7 habe ich jetzt schon hier. Respekt. Digga, Respekt. Guck mal, was wir an Hofarbeit eingenommen haben. Ja, ich hab schon gesehen. Wir werden langsam aber was sich erreicht, ne? Ja, liegt alles nur an mir, weil ihr in der ganzen Zeit eine Mine rumplanscht.